Den Sturm haben wir nun hinter uns. Guten Morgen. Dank Hochwehre werden die Wolken nun immer weniger. Dafür liegt das dicke Wolkenpaket von Tief Herbert aber nun über dem Osten Europas und sorgt dort für ordentlich Wirbel. Bei uns ging es vor allem ja gestern im norddeutschen Flachland mit bis zu 144 km/h auf der Insel Fehmarn heftig zur Sache. In den höheren Lagen sah es natürlich noch krasser aus. Herbert ist nun der dritte Herbststurm in diesem Jahr. Ja, an der Ostsee und im Erzgebirge weht der Wind noch heute in stürmischen Böen. Ist natürlich kein Vergleich zu gestern und pustet in Schleswig-Holstein und in Teilen Niedersachsens bis nach Nordthüringen die Wolken weg. In den Mittelgebirgen gibt es noch letzte Schauer, aber nachmittags wird es dann auch dort meist trocken sein. Ja, im Süden gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Vor allem in Bayern kann es am Vormittag in den höheren Lagen schauern. Sonst bleibt es trocken und der Wind wird dann auch hier meist schwach wehen und nur in Böen mäßig bis frisch. Ja, morgen und an einer Heiligen sieht es dann im Norden bzw. Nordosten nicht so gut aus. Im Süden können wir uns dagegen schon wieder auf viel Sonnenschein freuen. Und dort geht es dann auch am Donnerstag meist freundlich weiter. Am Freitag wird es dann überall schon besser. Und mit den Temperaturen geht es dann auch wieder etwas nach oben. Der Maira steht schon bereit. Guten Morgen, Maira. Guten Morgen. Ja, jetzt sehen wir wieder Sonne über Berlin. Aber gestern mit Herbert, das war schon ein ganz schöner Hammer, oder? Absolut, ja. Aber Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Nur ist es ziemlich frisch geworden. Gut, aber du hast schon gesagt, der dritte Herbststurm in diesem Jahr. Hoffen wir, dass da nicht noch irgendwas nachkommt, ne? Hoffen wir. Sagen wir es lecker. Ja, es ist frisch geworden, denn die Luft, die uns erreicht, kommt aus Skandinavien. Aber zum Glück nähert sich das Hoch Vera und dieses zapft die Luft über dem milden Atlantik an. Und über Großbritannien wird diese dann zu uns gebracht und dann wird es langsam wieder wärmer, aber eben noch nicht heute. Kleiner Trost ist es vielleicht, dass wir damit nicht alleine dastehen. Angenehm warm ist es wirklich nur noch ganz im Süden Europas. Ja, dazu wird es dann aber nur noch an der Ostsee und im Erzgebirge windig sein heute. Das ist aber kein Vergleich zu gestern. Dass dann bei einem trockenen Sonne-Wolken-Mix nur in den Mittelgebirgen und an den Alpen sind einige Schauer unterwegs. Und richtig schön wird es von Schleswig-Holstein und dann auch in Ostniedersachsen. Ja, morgen und an Allerheiligen sieht es dann im Norden bzw. Nordosten nicht mehr so schön aus. Im Süden können wir uns dagegen an den Feiertagen auf wirklich viel Sonnenschein freuen. Und am Freitag, pünktlich sozusagen zum Wochenende, wird es dann überall besser. Dann geht es mit den Temperaturen eben, wie gesagt, auch etwas rauf. Und dann können wir uns auf ganz passables Herbstwetter freuen.